Schütte etwas Milch in eine Schüssel. Füge ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu. Erst rot und dann kommt blau. Gelb darf auch nicht fehlen. Jetzt nimm dir ein Wattestäbchen und berühre damit die Milch. Siehst du, wie sich die Milch bewegt? Ich kann steuern, in welche Richtung sie geht. Man kann die Farben auch vermischen. Mir ist langweilig. Was mache ich als nächstes? Hey, ich habe Lust zu malen. Zuerst male ich mit Orange. Malen und kreativ sein macht echt Spaß. Ich habe etwas Durst. Oh nein, ich hätte mir zuerst die Hände waschen sollen. Mann, so eine Sauerei. Wie kriege ich das wieder sauber? Die Farbe ist überall. Hey, ich habe eine Idee. Also, nimm ein sauberes Glas und male es mit deinen Fingern bunt an. Das sollte reichen. Dann malst du eine Schlangenlinie. Etwa so. Dasselbe machst du nochmal. Male mit dem Filzstift die Punkte wie dargestellt an. Fertig! Ist das nicht süß? Es sieht aus wie eine Lichterkette auf meinem Glas. So ist das Glas gleich viel hübscher. Das war ein genialer Einfall. Ich habe mir etwas Orangensaft verdient. Das sieht echt cool aus. Hey! Gefällt dir meine neue Jacke? Sie war reduziert, da musste ich einfach zugreifen. Cool, oder? Ja, die Jacke ist neu, schon kapiert. Aber wie findest du meine neue Jacke? Und was sagst du zu meiner neuen Handyhülle? Glitzer ist voll aus dem Trend. Poppets sind in. Mein Notizbuch wird dich bestimmt umhauen mit all den Stickern. Herzen, Sternchen und sogar Eis mit dabei. Was? Oh Mist, mein Notizbuch ist voll langweilig. Das wird sie nicht beeindrucken. Wie verschönere ich es nur? Ich probier's mit den Stiften. Hey, mich hat die Muse geküsst. Schneide die Spitze des Filzstifts vorne ab. Dann schneidest du noch eine Herzform aus. Oh, sieht das nicht süß aus? Dann nimmst du ein Notizbuch und stempelst darauf los. Du kannst auch Sterne machen. Fertig! Jetzt habe ich auch Herzen und Sterne. Siehst du, das beeindruckt mich nicht. Ich habe nicht mal Sticker gebraucht. Wow, das will ich auch haben. Nein, Pferde können nicht fliegen. Komm wieder zurück. Yeah! Zeit zum Malen. Ich bin ein Künstler. Ich bin wie Picasso. Malen macht Spaß. Oh nein! Ich habe ihren Laptop angemalt. Oh, das muss ich schnell sauber machen. Oh nein, das geht einfach nicht weg. Jetzt ist es sogar noch schlimmer. Die Farbe ist überall. Sie wird stinkwütend sein. Hä? Sie ist wach. Was machst du? Wieso schaust du mich so an? Hä? Du hast doch irgendwas angestellt. Sehr verdächtig. Das ist doch... Ah, mein Laptop! Was hast du angestellt? Du hast ihn angemalt. Hä? Was ist da drüben? Ein Strohhalm? Hey, ich glaube, mein Laptop ist noch zu retten. Also, der vollgeschmierte Laptop braucht noch mehr Farbe. Richtig gehört, noch mehr Farbe ist die Lösung. Weiß und Gelb und noch etwas Lila. Voll schön. Und noch etwas von Dunkelgelb. So, und jetzt kommt der Strohhalm zum Einsatz. Damit puste ich die Farbe an. Mit der Luft bewegt sich die Farbe über den Laptop. Schön weiter pusten. Ich will das Beste daraus machen. Die Muster und Texturen, die dadurch entstehen, sind mega. Wow, das ist das reinste Meisterwerk. Voll schön, wie ein kunterbuntes Meer. Ich habe mich selbst übertroffen. Wow, wie hat sie denn das gemacht? Voll cool. Und der Turm wird noch höher. Nein, er fällt um. Menno, das ärgert mich. Hey, ist das da oben Farbe? Ja, es ist Farbe. Und eine Staffelei. Die hat sie wohl vergessen. Ich habe Lust auf Malen. Ist die Luft rein? Ich will doch nicht erwischt werden. Scheint niemand da zu sein. Dann mal los. Ich fange mit Pink an. Ich bin ein Künstler. Der Beste auf Erden. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. What? Hey, schau mal, gefällt dir mein Bild?
Wenn du meinst. Was mache ich denn jetzt? Die Leinwand habe ich noch gebraucht. Ja. Das Klebeband ist die Lösung. Du brauchst eine Leinwand. Das perfekte A. Zeit zu malen. Ich benutze seine Lieblingsfarben. Hier etwas Blau, noch mehr Blau und etwas Gelb. So viele Farben. Mit einem Schwamm verteilst du die Farbe. Dadurch entstehen schöne Texturen. Der Schwamm wird für alle Farben benutzt. Du darfst ruhig auf das A klecksen. Das ist meine neue Lieblingsbeschäftigung. Aber es braucht seine Zeit. Gut Ding will Weile haben. Puh, geschafft. Endlich ist die Leinwand komplett mit Farbe bedeckt. Und noch das Klebeband abziehen. Das hat Spaß gemacht. Wow, das ist richtig gut geworden. Echt cool. Du bist richtig gut im Malen. Mach auch eins für mich. Wow. Oma, guck mal. Oh nein. Die Wolle. So ein Unglück. Oh nein, bitte nicht. Mein Bild ist völlig ruiniert. Oma, das ist deine Schuld. Hey, die Wolle. Aber natürlich. Die Wolle ist sowieso schon in der Farbe. Das wird klasse. Okay, alles ist mit Schwarz bedeckt und jetzt kommt der Faden mit goldener Farbe hinzu. Ich verteile die Fäden mit goldener Farbe überall auf der Leinwand. Genau so, so viele wie möglich. Anschließend klebe ich die sauberen Wollfäden fest. Bereit? Zieh die Leinwand nach oben. Und fertig. Ein hübsches Endergebnis. Wow, mein Enkel ist so ein begabter Künstler. Du kommst definitiv nach mir. Das ist mein bestes Bild bisher. Sie ist so hübsch. Vielleicht kann ich sie mit etwas Kunst beeindrucken. Ich beginne mit Blau. Andere Farben kommen auch dazu. Das Herz male ich natürlich mit Pink aus. Das Bild spricht für sich. Sie wird mich bestimmt verstehen. Ob ihr das Bild gefallen wird? Das Bild ist für mich? Du ziehst besser Leine. Autsch! Das wäre keine gute Reaktion. Nee, das ist für die Tonne. Was zum... Oh nein! Meine Hände sind voller Farbe. Oh, heute scheint einfach nicht mein Tag zu sein. Ich sollte mir besser die Hände waschen. Dafür werde ich reichlich Seife brauchen. Moment mal. Wow! Voll abgefahren! Die Farbe und der Schaum haben sich vermischt. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst eine Schüssel voller Wasser und Spülmittel. Natürlich darf die Farbe nicht fehlen. Mit einem Eisstiel verrührst du das Ganze. Genau so. Es soll gut aufschäumen. Aber ich brauche noch mehr Blasen. Mit einem Strohhalm puste ich Luft hinein. Wow! So viele Seifenblasen. Genauso soll es sein. Den Strohhalm brauche ich nicht mehr. Jetzt lege ich Papier auf die Blasen. Wow, die Blasen sind auf dem Papier. Hi, das ist für dich. Was? Das hast du für mich gemacht? Wow, vielen Dank. Das ist voll schön. Oh mein Gott. Willst du mit mir gehen? Der Plan ging voll auf. Welchen Maltrick wirst du zuerst ausprobieren? Schreib es uns in die Kommentare. Und vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos mehr verpasst.